Man kann sagen, dass das große Thema des Paulus im Römerbrief oder eines der großen Themen im Römerbrief die Freiheit ist. Die Freiheit des Menschen. Und Paulus zeigt recht klar, wie dieser Weg aussieht. Er ist so klar und einfach, dass wir ihn manchmal nicht sehen. So ist das eben manchmal. Wir sehen vor Bäumen den Wald nicht mehr. Vielleicht hängt das aber auch damit zusammen, dass es unangenehm ist, was uns Paulus hier aufzeigt. Denn wenn wir an die Schlagworte denken, etwa eines Martin Luther von der Freiheit eines Christenmenschen, da wird beschrieben, wovon man frei sein muss. Also von der babylonischen Gefangenschaft Roms und all diesen Sachen. Das ist merkwürdig. Es geht nie um Freiheit von, sondern um eine Freiheit zu etwas. Wahre Freiheit ist immer etwas Positives und nie eine Befreiung von. Und so ist der Weg, den uns Paulus aufzeigt, ein anderer, als wir uns das in der Regel vorstellen. Wir verbinden Freiheit oder das Gegenteil von Freiheit damit, dass wir sagen, unser Leben gewinnen wir durch alles Mögliche. Lebensqualität ist dieses große Stichwort heute. Und wir sagen dann zum Beispiel, Hauptsache gesund. Wir sagen noch mehr solchen Unsinn. Was heißt das? Gibt es Menschen, die je ganz gesund sind? Wer definiert das? Wer legt das fest? Erst letzte Tage konnten wir sehen, dass Menschen mit Behinderung dem Papst ins Angesicht sagen, sie fühlen sich nicht krank. Sie sind froh, so wie sie sind. Andere, die diese Beeinträchtigung nicht haben, definieren das anders. Aber was heißt denn gesund? Und am Ende, wenn wir alle gesund geblieben sind, sind wir trotzdem tot. Wir sind dann gesund gestorben. Das ist schön. Aber genau hier liegt der Punkt. Paulus zeigt uns diesen Weg Christi auf, dass man Leben gewinnt durch Sterben und Dienen. Das sind im Grunde genommen zwei Stichworte, die Paulus den gesamten Brief hindurch immer wieder durchdekliniert. Das Beispiel Christi. Er bezieht das auf die Taufe, er bezieht das auf das Verhältnis zur Sünde, die dem Verhältnis zu Gott im Weg steht und wie man damit umgeht oder wer sie wegnimmt. Sterben und dienen. Das ist wahre Lebensqualität. Weil es um ein Leben geht, das bleibt, das unzerstörbar ist. Ein Leben geht, das Gott schenkt. Und ich frage mich manchmal, glauben wir überhaupt noch an sowas? Sind wir nicht alle versucht, nicht doch noch ein bisschen was, im Großen und Ganzen stimmen wir vielleicht zu, vom Kopf her, aber wir versuchen dann doch noch ein bisschen was zu retten von dem, was man so landläufig Lebensqualität nennt. Das muss dann schon noch sein. Aber sich ganz zu verlieren, so sehen wir das, sondern da muss ich ja alles aufgeben. Dann verliere ich mich ja eigentlich. Das ist uns so tief eingeschrieben, dass wir in der Regel blockiert sind, wenn wir diese Sätze des Paulus hören und sie dann sehr kompliziert hören und sie dann auch sehr kompliziert auslegen. Sich hinein zu verlieren, sich in sein christliches Leben hineinzudienen und in dieses christliche Leben auch an allem, was es an Murks gibt, und wir könnten davon viel sagen, auch hineinzusterben. Um so Lebensqualität zu gewinnen. Eine Lebensqualität, die unzerstörbar ist. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Weg Jesu, seine Existenz, dazu hat ihn Gott uns geschenkt, dass er uns das vorlegt. Wir können denn nicht darauf reduzieren und sagen, naja, das waren politisch ungeschickte Umstände und diese schrecklichen religiösen Autoritäten, die haben auf Jesus halt eben nicht gehört, sonst wäre halt doch auch alles gut gegangen. So wie Jesus gelebt hat, so ergeht es einem in dieser Welt. Und
Und niemand sollte sich einbilden, dass es ihm oder ihr anders geht, wenn man so lebt. Aber genau darum ist der Weg frei zu einem wahren Leben, dem Leben in Christus.